Vielleicht macht man gleich ein Tinder-Foto mit dem Ding zusammen. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, ich weiß gar nicht, wann das war, aber es hat sich so verändert. Daddeln war immer irgendwas, das gab's einfach so Spiele. Und mit der Zeit hat man gemerkt, das ist ein echt, also das wird bunter, das wird ausgefeilter, das ist filmisch und trotzdem interaktiv und so. Also es wurde ein, es hat eine andere Präsenz bekommen, glaube ich, in der Öffentlichkeit auch. Das hat mich als Schauspieler auch interessiert, aber vor allem auch als kleiner Daddlehead. So. Und ich glaube, ja, es ist schon spannend zu gucken, wie, wo wird das eigentlich gemacht, wenn ich bei Battlefield rumlaufe und die schreien alle. Ja, das hat irgendwann mal jemand aufgenommen. Und ich bin hier, durfte hier auch, ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, aber die nehmen ja auch Battlefield 1 gerade auf. Und ich bin da mal reingehüpft und habe geguckt, wie da irgendwelche Synchronsprecher am Liegestützen machen waren und geschrien und sich selbst gewürgt haben und so weiter. Und das ist schon ganz gut, um mal zu erleben, wie lebendig das auch gemacht wird. Mein ursprünglicher Pilot ist im Kampf gefallen. Wir hatten keine andere Wahl. Ich kenne auch die miesen Diskussionen darüber und so weiter und ich überprüfe mich auch selbst. Ich finde das schon wichtig, dass man mit allem im Maß hält, aber Spielen ist für mich ein Urbedürfnis. Und ich finde es auch wichtig mit meinen Jungs. Ich bin nach Berlin gezogen, die sind noch in Hamburg. Das ist so was, Jungs rufen sich nicht einfach so an und sagen dann so, wie geht's dir, alles gut und was ist mit dem Mädel los und so, tut's wieder weh, sondern du musst irgendwas machen zusammen. Ob du jetzt angeln gehst, Fußball spielst und hinterher in der Kabine ein bisschen quatscht oder ob du irgendwie, weiß nicht, Titanfall daddelst zusammen und dann irgendwie kannst du auch mal im Nebensatz ein bisschen, das liebe ich da dann, das ist kommunikativ. Ich bin ein großer FIFA-Soccer-Daddler immer schon gewesen und da dieses Live-Event und sich gegenseitig den Controller in die Magengrube dödeln und so, das ist schön. Und ich finde, das verliert auch langsam von diesem Image, dass es nur so irgendwie, weiß ich nicht, ungewaschene Leute sind. So, nee, ich mache das auch ab und zu, ich mache es nicht zu oft, aber ich finde schon ganz gut, dass man auch geil runterkommt, Tür zu, oh, Sonne scheint, Gardine runterdrehen und gut ist. So. Ja, es ist eine besondere Herausforderung, mussten wir auch erstmal finden. Also ist tatsächlich so, ich meine, ich bin nicht umsonst angefragt. Ja? Ich bin jetzt nicht irgendwie der Typ mit dem Stock im Arsch unbedingt. Also und das ist schon so, ich glaube, wir wollten genau dieses Spannungsverhältnis zwischen diesem Titan und aber irgendwie einer menschlichen, kleinen, charmanten, authentischen, ich weiß nicht, so einen Funken. Und dem ihm zu geben, ohne dabei das Mechartige zu verlieren. So. Das war, glaube ich, das war die Herausforderung. Das hat Spaß gemacht, aber braucht auch eine Weile. Also, dass der eine Beziehung aufbaut zum Piloten mit der Zeit, dass der und dass er langsam die Sprache, das ist ja eine künstliche Intelligenz, versteht und damit umgehen lernt. Und das hat eine besondere Komik irgendwie, aber es hat auch ein besonderes Herz, eine naive Liebe ist da irgendwie im Kampf. Und trotzdem ist es natürlich, ist eine harte Figur, aber dieser Beschützerinstinkt und so weiter, das hat also auch so eine Brüderlichkeit zwischen denen. Und ich glaube, da die Wärme zu geben, trotz der Mechanik und trotz des Metalls irgendwie, das war so das Interessante dabei. Braucht einen Moment von Menschlichkeit da drin und Persönlichkeit, die sich auch entwickelt. Also ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, aber er verliert ja so, ich glaube, es wird schon im Trailer gesagt, der verliert seinen alten, ursprünglichen, erfahrenen Piloten, der stirbt. Und er hat dann einen relativ unerfahrenen Bengel erstmal in sich sitzen. Und da ist er erstmal distanziert. Aber im Laufe der gemeinsamen Erfahrung gibt es dann eine Annäherung. Und ich glaube, diese Annäherung, die hat auch was von Persönlichkeit und Menschlichkeit. Also ich glaube, es lebt natürlich ganz stark aus diesem Buddy-Verhältnis der beiden. Ne? Also wäre es nur der Titan, wäre es was anderes. Ich glaube, gerade weil Mensch auf Maschine trifft, das macht einiges aus und macht auch etwas aus von Identifizierbarkeit. Was mir wichtig ist bei Spielen, merke ich immer mehr, ist, dass du trotz des gemeinsamen Rahmens und der gemeinsamen Kampfhandlung und Regeln trotzdem eine Individualität hast. Und diese Individualität, wenn ich es richtig verstehe, lebt ja auch davon, dass du dir deine eigenen Waffensysteme zusammenbasteln kannst und so weiter. Und dass du irgendwann deine eigene sozusagen
deine Vorzüge darin verwirklichst und sagst, das ist, glaube ich, das bin ich, so funktioniere ich am besten, das sind meine Techniken, mit denen ich am besten kann, Nahkampf, Fernkampf. Das ist, glaube ich, erstmal auf der technischen Seite wichtig hier. Das finde ich spannend. Aber ansonsten ist es sicherlich auch, ja, ich weiß gar nicht, was ist das eigentlich, was mich daran auch fasziniert hat beim Sprechen, dass du spürst, ich glaube, dieser unbedingte Wunsch, diesem Gerät irgendwas Menschliches abzugewinnen, das macht es so aus. Dass du eine Sehnsucht hast, es beginnt relativ kalt, aber dass daraus sozusagen ein Verhältnis entsteht, was plötzlich nicht mehr wichtig ist, ob das auch eine Lunge hat und zwischendurch schlafen muss, sondern dadurch, dass ich gemeinsame Erfahrungen erlebe und es eine gewisse Überschneidung gibt, auch an Handlungsweisen, dass er mich beschützt, da entsteht etwas Menschliches. Ich glaube, dieser menschliche Kern, das ist, ich meine, ein Haustier redet auch nicht mit dir und trotzdem, das ist nochmal was anderes, klar, der atmet und so weiter, aber dass diese Beziehung macht es, glaube ich, menschlich. Das ist das Urbedürfnis bei uns, eine Beziehung zu haben. Und wenn die Maschine so ausgefeilt, so künstlich intelligent ist, dass du irgendwann auch was Eigenes, was Exklusives mit dieser Maschine erlebst, dann, glaube ich, wird es sozusagen was, womit du dich ganz ausschließlich identifizieren kannst. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das anfänglich auch fremd. Und ich gehe da erstmal rein und habe auch erstmal damit zu kämpfen gehabt, dass der so mechanisch ist. Ich dachte, meine Güte, wo sind denn die Momente, um ihm sozusagen diesen Hauch einzuflößen? Und dann kommt es aber im Laufe der Geschichte, dass du merkst, dieses Verhältnis verändert sich. Und genauso erging es mir, glaube ich, auch in dieser Sprecherkabine, dass ich merkte, dass ich damit auch anders zusammenwachse und auch dass dieser Blechroboter lockerer wird. Er kriegt eine Lockerheit, die er am Anfang nicht hat. Es gibt ein Vertrauensverhältnis auf einmal und so. Ich meine, das sind alles menschliche Begriffe. Und trotzdem, das sozusagen in der Maschine ganz nuanciert zwar, aber trotzdem zu spüren, das hat Spaß gemacht. Nee, also grundsätzlich, der hat das Spaß gemacht, das war auch eine Herausforderung, ich hätte großen Bock, das wieder zu machen, das hängt ein bisschen von anderen Leuten ab, ob die Bock drauf haben, ich finde es super, ich würde gerne, also ich lebe auch viel in Kontrast meinen eigenen Rollen gegenüber, ich finde es spannend, das auszuprobieren in alle möglichen Richtungen, ich glaube, der Kontrast wäre jetzt mal eine total andere Figur, ein bisschen flippiger, ein bisschen bunter sozusagen, aber nee, es gibt noch keine Pläne. Das, was jetzt kommt, ist Pets. Das ist aber eine klassische Animation. Wie gesagt, diesen kleinen, kuscheligen Hasen, Snowball, der Anführer der Bösewichte. So. Und so weit ist das Spannungsverhältnis. Du sprichst auf der einen Seite so einen Typen, so einen, ich weiß nicht, ob die Kamera das sieht. Ja, ja. Protokoll 1, mit dem Piloten verbinden. Und er ist der Gute? Ich bin jetzt mit dem Schützen Jack Cooper verbunden. Und dann sprichst du so einen kleinen Hasen, puschelig, wahnsinnig süße Augen und der ist der absolute Bösewicht schlechthin, oder ich glaube jedenfalls, das zu sein. Nee, das ist das, was kommt und alles andere wird sich zeigen. Ich habe vorhin schon vorgeschlagen, ich würde gerne Kommentare machen bei FIFA Soccer, aber ich glaube, lass mich. Protocol 3. Meeting! Protect the pilot.